Vom Endspiel um den Euro ist die Rede im Bundestag. Von der Möglichkeit einer Spaltung spricht auch die Kanzlerin. Die Währung, die Wirtschaftskraft, die Solidarität in Europa, all das ist jetzt in Gefahr. Dennoch, Angela Merkel bleibt bei ihrer harten Linie. Forderungen nach einer Haftungsunion lehnt sie bislang ebenso ab wie eine unbegrenzte Schuldenfinanzierung durch die Europäische Zentralbank. Die Aufgabe heißt, die Geldwertstabilität zu sichern. Und genau das tut die Europäische Zentralbank, glaube ich jedenfalls. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, meine Damen und Herren. Und wer immer noch nicht verstanden hat, dass Eurobonds nicht als Rettungsmaßnahmen gegen die Krise jetzt eingesetzt werden können, der hat genau das Wesen dieser Krise nicht verstanden. Die Politik habe versagt und Vertrauen verloren, so Merkel. Viel zu oft seien die bisherigen Regeln gebrochen worden. Jetzt sollen die europäischen Verträge geändert oder neue geschaffen werden. Dort, wo wir heute Referenzwerte haben, brauchen wir künftig rechtsverbindliche Grenzwerte. Politischen Spielraum darum, wenn es darum geht, festzustellen, ob diese Grenzwerte verletzt worden sind oder nicht, darf es nicht mehr geben. Es muss wirkliche Automatismen geben. Nur so kann Vertrauen, das 60 Mal verletzt wurde, wiedergewonnen werden. Oppositionsführer Steinmeier betont, zu oft habe die Kanzlerin Sicherheit versprochen und nicht eingehalten. Er wirft Merkel Wankelmut vor. Keiner, Frau Merkel, wirft Ihnen vor, dass es die Krise gibt. Aber wie Sie mit ihr umgehen, das geht auf keine Kuhhaut, meine Damen und Herren. Die Finanzmärkte reagierten am Vormittag positiv auf Merkels Rede. Sie habe die Erwartungen an den Europäischen Rat hochgeschraubt, hieß es. Die Parlamentarier dagegen blieben verhalten. Es war keine mitreißende Rede von Angela Merkel. Wenig Applaus in den eigenen Reihen. Kein Wunder, wer vom Scheitern der Politik insgesamt spricht, macht sich keine Freunde. Die große Verantwortung Deutschlands war heute allen bewusst. Eines zeigt der Auftritt: Die Wiedererlangung der Glaubwürdigkeit europäischer Politik ist Merkels zentrales Projekt. Eine Riesenherausforderung.